Shit. Jetzt. Hallo Freunde, endlich mal wieder eine Waffe aus meinem Fundus. Ein Video muss produziert werden, auf das ihr schön liken könnt und abonnieren natürlich. Gewinnspiel läuft auch noch. Müsst ihr euch das Gewinnspielvideo angucken. Das werden wir euch so lange nerven, bis wir hier die 1000 Abonnenten drin haben. Also kommentiert schön, wenn es euch interessiert. Ihr könnt natürlich auch reinschreiben, dass es alles Mist und Schrott ist. Hast du mich gut im Bild, Kameramann? Gut. Was haben wir heute Schönes? Guckt ihr das mal an. Sieht man es? Oh, ja, schön. No? Das könnte man auf den ersten Moment denken, das ist eine Machete. Ein Bajonett. Ist es aber nicht. Sieht bloß so aus. Es hat keine Aufnahme, keine Bajonettaufnahme dran für ans Gewehr. Ne? Das war halt nur eine reine Seitenwaffe, die zusätzlich zum Bajonett getragen wurde. Ist eigentlich auch wieder irgendwie unlogisch, dass der Soldat dann zwei Seitenwaffen tragen musste. Aber das wurde eben entwickelt für den Busch. Ja, wer sich für sowas interessiert, kann ja mal bei eBay gucken. Ich habe mal vorhin kurz reingeschaut, da ist letztens so ein Ding für über 80 Euro weggegangen. Andere berichten davon, dass es auch schon für über 100 weggegangen ist. Also wer sowas haben will, muss zuschlagen. Ich würde sagen, Mensch, wenn mich das damals umgerechnet 40 Euro gekostet hat, ist das viel. Zwar bestimmt eher weniger. Wenn er hier mal guckt, das sind bestimmt, ich sag jetzt mal 6 mm Klingenstärke hier. Sieht man's, Kollege? Drinne? Gut. Jo, was haben wir noch dran? Also es ist wirklich eine sehr kopflastige Waffe. Man kann damit auch mal ein paar Äste abschlagen. Dafür war es auch gedacht, für den Urwald, für den Busch. Wenn die Soldaten da durch den Urwald marschiert sind oder durch irgendwelche Dornenhecken oder was auch immer, musste man sich ja den Weg freihauen. Jo, deswegen auch so die stabile Ausführung. Und dann eben so ein S-förmig gebogener Griff hier oben. Und was das Interessante ist, hier oben ist ein Wappen zu sehen. Siehst du das? Ne? Rangezoomt schön. Gut. Das ist hier, steht drauf, Modello Argentino 1909. Aus dem Jahr ist es auch. Und hier hinten aber eben aus Deutschland, habt ihr das gesehen? Ne? Weiersberg, Solingen, hier. No. Kommt eben aus Deutschland. Kirschbaum und Co. war damals eine ganz angesagte Firma für sowas. Ja, was dazu noch zu sagen? Die Griffe sind schön Nussbaum und sind doch ordentlich eingepasst, ohne großartige Spaltmaße und sieht also sehr ordentlich aus. No? Ja, ist auch ein hochwertiges Holz. Und wenn man das mal vergleicht mit manch anderen Bajonetten, haben die naja, kaum Spuren dran, kleine Macken, aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, die Griffschalen sind wohl vernietet, also kann man die nicht einfach abschrauben wie bei anderen Bajonetten. Hier unten der Stempel zum Beispiel, ne, dieses RA im Kreis, ne, sieht man es nicht? Wo ist denn deine komische Kamera? Ne? Das steht für Republika Argentina, ne? Ja, der Stempel, der hier drauf ist, der ist natürlich nummerngleich mit dem Bajonett, mit der Bajonettscheide. Wenn man das sich mal anguckt hier, die Zahlen, das ist nummerngleich beides, ist ein Zeichen dafür, dass es halt noch alles original ist. Die lagen wohl auch die größte Zeit im Arsenal. Muss man sich mal so vorstellen, das Ding war wohl auch mehr oder weniger als Prestigewaffe geplant gewesen und wurde auch nicht ausgegeben an irgendwelche, naja, nicht so wichtigen Truppen, sondern es war auch mehr so was fürs Optik, für die Optik. Das Ding war auch nicht geschärft gewesen. Also das Ding war gar nicht im Gebrauch. Wo das bei mir ankam, war es neuwertig, mit der dicken Fettschicht bedeckt, wirklich vollgeschmantet bis oben hin. Die ganze Scheide war voll Waffenfett. Das konnte nicht rosten. Naja, es hat ungünstig in einem Lagerraum gelegen und deswegen Rost angesetzt. Nachdem ich jetzt gemerkt habe, wie teuer so ein Ding ist, wird das zeitnah alles weggeputzt und poliert. Ich habe es halt eben schärfen lassen, dass man auch wirklich mal ein paar Äste abtrennen kann. Oder mal, man will ja irgendwas damit aufschlitzen, da kannst du richtig hebeln und drücken und aufspannen.
spießen. Was weiß ich, was er damit machen wollt. Ja, also eine 1A-Schlagwaffe, sage ich jetzt mal. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Hier oben die beiden Schlitzschrauben, die hier zu sehen sind, die sind eben dafür da, hier oben das sogenannte Mundblech zu halten. Das ist das hier. Und im Gegensatz zu anderen Bajonetten erkennt man bei dem Mundblech auch immer, wie rum das Gerät hineingehört. Eben die Schneide in die Richtung, ganz klar. Ne? Bei anderen Bajonetten habe ich festgestellt, ich habe da ein, zwei, klemmt das Bajonett bloß in der Scheide, wenn es richtig rum drin ist. Aber hier sind wohl zwei Federn drin. Das Ding rutscht nicht raus, wenn man es über Kopf hält. Also das könnt ihr in die Wildnis schleppen. Ihr könnt dabei rennen und das, ihr werdet es nicht verlieren. Es klemmt wirklich super drin. Jo, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ungefähr Gesamtlänge 52 cm. Wobei Klingenlänge ungefähr 40 cm. Ja, wie gesagt, die wurden kaum benutzt. Die waren in irgendwelchen Arsenalen eingelagert und waren wohl mehr so für Prestigezwecke geplant. Die waren auch damals ziemlich teuer an der Anschaffung. Argentinien musste die wohl in Deutschland ordern, weil auch das passende Gewehr aus Deutschland geliefert wurde. Dazu dann noch ein anderes Bajonett, also kam auf also ziemlich viel Geld auf einen Soldaten. Ich denke mal, deswegen lagen die zumeist in irgendeinem Arsenal. Die habe ich im Katalog fast neuwertig gekauft damals. Ne, so gut erhalten waren die. 1909 kann man selber ausrechnen, wie viele Jahre das her ist. Also ist schon ein bisschen Zeitgeschichte. No? Wollt ihr euch bloß mal so zeigen, was ich im Fundus gefunden habe? Also wer sich für sowas interessiert, schlagt jetzt hier zu. Auf alle Fälle wird es nicht billiger, sondern höchstens teurer. Ja, das war erstmal alles zum Thema. Denkt ans Gewinnspiel. Ja, liked schön, abonniert schön. Tschüss, Freunde.